Herzlich willkommen zurück in meiner Küche zur schönen Kürbiszeit. Ich habe heute für Sie zwei Sorten Kürbisse dabei: den Hokkaido, schön orange leuchtend, und den Butternut-Kürbis. Das sind eigentlich die gängigen Kürbissorten, die bei uns in der Küche verwendet werden, vor allen Dingen auch, weil sie die praktische Portionsgröße haben. Dieser hier ist jetzt allerdings ganz schön groß. Und wenn Sie da keine Lust drauf haben, den großen Kürbis zu zerteilen, zeige ich Ihnen heute, wie Sie den Kürbis auch im Backofen machen können. Ist auch hervorragend geeignet für den Moschuskürbis zum Beispiel, der diese tiefen Rillen hat, der sich nur ganz schwer schälen lässt. Und dann kann man sich den Kürbis im Ganzen in den Backofen geben. Ich wasche ihn jetzt erstmal ab, dass die Erde entfernt ist. Und wenn die Erde weg ist, dann sind wir schon fertig. Dann kommt der Kürbis. Ich gebe den jetzt hier in eine Auflaufform, dann tropft mir nichts raus. Sie können das aber auch mit einem Riesenkürbis machen, Moschuskürbis, mit allem, was Sie nicht schneiden möchten oder schneiden können. Geben Sie den bei 200 Grad, je nach Größe, circa 50 bis 60 Minuten in den Backofen. Sie werden sehen, dann können Sie ihn ganz leicht zerteilen. Und dieses Kürbispüree, das Sie dann gewinnen, das ist sehr trocken und das ist gut geeignet, um es weiterzuverwenden. Wir machen dann, wenn wir das Kürbispüree gewonnen haben, den Frischkäseaufstrich damit. So, jetzt ist fast eine Stunde vorbei. Jetzt ist Zeit, dass wir mal gucken, was unser Kürbispüree aus dem Backofen macht. Er schaut schon ganz toll aus. Ich mache mal auf. Und Sie sehen, dieser große Kürbis fängt jetzt an, hier braune Blasen zu werfen, und vielleicht können Sie es hören, wenn Sie ganz genau zuhören, dass die Schale außen schon richtig trocken und papierig geworden ist. Aber wenn er diese dunklen Blasen wirft, dann ist er eigentlich fertig. Ich nehme ihn jetzt raus aus dem Ofen und dann gehen wir rüber aufs Brett und dann werde ich ihn zerteilen. Ja, jetzt gucken wir mal, was mit unserem Kürbispüree passiert ist. Ich habe es natürlich jetzt ein paar Minuten stehen lassen, diesen heißen Kürbis, sonst könnte ich ihn gar nicht so anfassen, wenn er mit 200 Grad Wärme aus dem Ofen rauskommt. Aber Sie sehen, er lässt sich schon mal butterweich schneiden. Ich kann ihn hier auseinandernehmen. Ich möchte das meiste hier mal hier im Glasgefäß lassen. Sie sehen vielleicht, wie sich die Haut hier ablöst. Na, da, wo sie Blasen wirft, kann man ganz leicht die Haut abziehen. Aber zuerst möchte ich aus dem Hokkaido innen die Kerne rausnehmen. Das ist ja sehr wässrig immer, wo die Kerne mit dranhängen. Sie sehen, es geht butterweich raus im Vergleich zu dem, wie sich mancher Kürbis sonst schneiden lässt. Und jetzt gebe ich hier mal den Kürbis ein Teil für unseren Kürbis-Frischkäse-Aufstrich. Dann hier rein. Ziehen wir hier mal die Haut ab. Ich hole mir noch ein kleines Messer dazu. Es ist immer noch ein bisschen heiß. Wenn ich jetzt keinen Frischkäse mit reintät, dann wäre es sogar ein veganer Aufstrich. Sie könnten jetzt auch dieses Kürbispüree nur fein zerstampfen, könnten es mit Olivenöl oder mit Kürbiskernöl anmachen. Mit etwas Peperoni, Salz und Pfeffer abwürzen, vielleicht noch ein paar klein gehackte Kürbiskerne drunter, und es ist ein super toller veganer Aufstrich auch. Aber wir wollen heute unseren Kürbis-Frischkäse machen, denn ich finde Milchprodukte einfach klasse. So, das Kürbispüree aus dem Backofen ist jetzt abgekühlt. Ich habe 300 Gramm abgewogen und fülle es jetzt hier mal in eine höhere Rührschüssel rein, damit ich es mit dem Schneebesen oder mit dem Handrührgerät, mit dem Schneebesen erstmal glatt rühren kann. Wenn sich das hier so glatt gerührt hat, dann presse ich noch eine Knoblauchzehe mit rein dazu. Wir können je nach Geschmack noch Salz und Pfeffer mit reingeben. Und was unbedingt mit rein muss, das ist das gute Kürbiskernöl, dass das ein geschmeidiger Aufstrich wird. Ich gebe noch mal ein bisschen Salz und Pfeffer rein. Muss man einfach nochmal ausprobieren. Und damit es ein geschmeidiger Aufstrich wird, gebe ich das gute Kürbiskernöl rein. Das gibt es übrigens nicht nur in der Steiermark, sondern auch im Mittelfranken. In einem unserer Landkreise, im Landkreis Roth, ist ein Landwirt, der sich auf die Vermarktung von Kürbissen spezialisiert hat. Vielleicht haben Sie schon mal gehört von der Familie Schnell. Auf jeden Fall empfehlenswert, sich den Betrieb mal anzuschauen.
und auch statt sich das gute Kürbiskernöl zu kaufen. Das zeichnet sich ja aus durch seine tiefschwarze Farbe. Ich gebe jetzt hier mal 2 Löffel voll rein. Ihr ganzer Aufstrich wird halt dadurch etwas dunkel, aber wir geben ja auch noch den Frischkäse mit rein dazu. Aber der Geschmack von diesem Kürbiskernöl ist unvergleichlich. Ich gebe jetzt hier dann den Frischkäse rein. Bei Frischkäse müssen Sie aufpassen, dass Sie den eben nicht ewig rühren, viel zu lange rühren. Dann wird er nämlich anders wie bei Quark nicht weicher oder nicht cremiger, sondern er wird einfach weicher und läuft Ihnen dann davon. Daher immer ganz vorsichtig sein mit dem Frischkäse, am Schluss nur noch mit drunter rühren in kurzer Zeit. Diese dunkle Farbe, die wir jetzt haben, dieses leicht ockerfarbene, ist dem Kürbiskernöl geschuldet. Sollten Sie es lieber leuchtend hell und orange haben möchten, dann nehmen Sie einfach Olivenöl, das harmoniert auch sehr gut vom Geschmack. Man kann es auch in einen Spritzbeutel füllen und kann es dann aufspritzen auf ein Baguette. Macht sich auf jedem kalten Buffet oder für Häppchen ganz hervorragend. Sieht einfach toll aus. Ich mache es jetzt noch, ich garniere es jetzt für uns noch aus, indem ich noch etwas von dem frischen Kürbiskernöl oben drüber träufel. Schaut einfach nochmal gut aus und schmeckt sehr gut dazu. Und ein paar frische Kürbiskerne draufstreue. Und so ist dann für mich der perfekte Aufstrich heute für uns zum Abendessen geboren. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Nachmachen und einen guten Appetit. Und genießen Sie die Kürbiszeit, nützen Sie es einfach aus und machen Kürbis in allen Varianten.